Und wenn du das einsetzt, um neue Gebiete zu beanspruchen, vergiss uns nicht, okay? Okay, krass. Danke. Aber ich wollte dir eigentlich jetzt gerade die Keule ins Gesicht drücken. Meine lieben Zugucker, herzlich willkommen wieder zurück zu Fallout 4, Part Nummer 200. Ich habe es eben noch gelesen. 295. Also nicht gelesen, sondern gemerkt. So, wir... Also erstmal sehr gute Nachricht. Wir können die Quest weitermachen. Doppelte gute Nachricht ist, ich habe ja in den letzten... Was jetzt der letzte Part? Doch, die letzte Aufnahme ist schon wieder ein bisschen her. Nach diesem Nuka-Star-Kern gesucht. Und ist mir aufgefallen, oder ich habe gesehen, oh ja, den letzten kriege ich noch gar nicht, das dauert noch. Das heißt, wir haben schon alle aufgesammelt, wir haben schon alle gefunden, die wir so finden können. Und den letzten, ja, müssen wir noch warten. Das heißt, abwarten, kriegen wir von alleine. Dementsprechend, let's go, gehen wir hier mal rein. So, wir haben hier mal wieder ein paar Kippen und wir sind hier... Ich habe die Quest Kampf ohne Moral. Betritt die Cola Cars Arena. Zusammenfassung sagt, jemand anderes hat die Feuerprobe betreten und ich werde gegen ihn kämpfen. Ich muss mich zur Cola Cars Arena begeben, um loszulegen. Jetzt bin ich gespannt, wer da reinkommt. Ich habe nämlich wirklich keine Ahnung. Ich habe auch ein bisschen mein Inventar aufgeräumt. Das Unterhebelgewehr habe ich weggetan. Ich habe die... Wo ist denn meine Pistole? Ich habe die doch hier gehabt. Den Nuka-Atombombenwerfer habe ich mir ins Inventar gepackt. Gucken wir mal, was da so passiert. Und hier den... Moment, den... Hallo? Komm da hin. Danke. Und den Revolver habe ich mir auch hingepackt. Ich wollte den verbessern. Ich kann den nicht verbessern, weil mir der Skill Revolverheld fehlt. Ist kein Scheiß. Ich kotze. Oh, warte mal. Hier ist ein Aufzug. Wie jetzt? Ach, das geht da oben hin, oder was? So, warte mal, wer hat sich denn hier verirrt? Lasst mal gucken, wer sich hier verirrt hat. Hi. Was haben wir hier? Besiege den Herausforderer. Kommst du raus? Was? Sabbat, wer ist... Oh. Alter, Junge, du kommst da wirklich? Du kommst da... Wirklich? Okay, weißt du was? Arschlecken. Wo bist du? Da. Oh, das war jetzt... War jetzt aber weitaus weniger nett, als ich dachte. So. Der hat sich geheilt, die Sau. Der hat sich wirklich geheilt. Kommst du her? Ja, das macht nichts. Komm her, ich will dich prügeln. Komm her. Komm her. Ja. Und du willst noch einmal, ne? Komm her. Oh nein, das machen wir richtig schön. Und zwar genauso. Ja. Den haben wir platt gemacht. Gib mir deinen ganzen Scheiß, den du hast. Das war's. Das war jetzt nicht so schwer. Weißt du was? Das nehmen wir einfach alles mit. Gib mir her. Gib mir alles her. So, und jetzt? Das war schon die Quest? Jetzt ehrlich? Also ich hatte... Ich hatte, ehrlich gesagt, ein bisschen gehofft. Ach, guck mal, hier kommen wir gar nicht mehr... Hier kommen wir gar nicht mehr rein, raus. Okay. Ach so, das war doch... Warte mal, das war doch hier... Oh. Oh, du bist auch neu. Annies... Moment. Annies' Abschiedsbrief. Dich haben wir aber noch nicht gesehen, oder? Bin ich mir jetzt nicht sicher. Okay. Lange her übrigens, dass wir hier waren. Lass uns mal den Brief anlesen. Anlesen vor allem. Annie... Wo ist es denn? Annies' Abschiedsbrief. An die Arschlöcher, die mich hier drin gefangen haben. Ich mache bei euren kleinen Spielchen nicht mehr mit. Ich habe eure dumme Feuerprobe absolviert und es bisher geschafft. Aber das war's. Also keine große Show für euch. Ihr seid wirklich die jämmerlichsten Penner aller Zeiten, wenn ihr euch anguckt, wie ein Typ in aufgeladener Powerrüstung auf jemanden einprügelt, der gar nichts hat. Nein, danke. Ich puste mir selber das Gehirn raus. Oh. Oh, ja.
Scheiße. Blöd. Das. Ja, okay, komm. Gage, wirklich. Alter, den habe ich auch noch nicht gesehen. Das ist ja richtig widerlich. Okay, das habe ich hier wirklich nicht gesehen. Das habe ich irgendwie übersehen. Hier hängt halt einfach einer. Kann ich den boxen eigentlich? Ja, tatsächlich. Kann ich den noch mehr boxen? Ja, so halb. Okay, wir gehen hier raus. Ich will nicht lügen. Ich habe schon größeres Chaos als das hier angerichtet. Alter, Digga, dein Ernst. Ich bin mit dir auch irgendwie gar nicht mehr so zufrieden, Gage. Ich bin mit dem gar nicht mehr so zufrieden. Ich glaube, ich schicke den auch bald weg. So, jetzt waren wir hier drin. Und, ja. Okay, das war wirklich die Quest. Bisschen mau, oder? War cool. Cooler wäre es gewesen, hätten wir irgendwie ein bisschen... Weiß ich nicht. Ich mach mal lieber einen Speicherstand. Cooler wäre es gewesen, hätten wir da jetzt jemanden getroffen, den wir kennen. Das wäre halt... Alter, das ist, keine Ahnung, so den Anführer von den Minutemen beispielsweise, wo man dann abwägen müsste, Alter, werden wir den jetzt boxen oder werden wir den nicht boxen? Aber man kann nicht alles haben. Was wir jetzt aber auf jeden Fall machen werden, wir gehen zu Shark. Stark, Stark, Shark, scheiße, wie heißt der? Ich habe den Namen vergessen von dem Boy. Warte mal, kein... Oh, schade. Aber das werden wir machen bei Tag. Das werden wir bei Tag machen. Komm, raus da. Mir geht das nämlich richtig auf die Nerven. Warum habe ich den Cowboy-Hut eigentlich auf? Ne, ist mir jetzt auch egal. Ich habe die Kugelbrille auch noch auf. Ja gut, das sollte ich vielleicht wirklich mal... Jetzt kann ich hier nicht warten. Ach Gott, das ist doch nicht dein Ernst. Das ist doch nicht dein Ernst. Kann ich jetzt mal bei alle... Oh, hi, warte mal. Nira. Hallo, wenn Sie Fragen zu Nuka World haben, werde ich sie mit Freude beantworten. Und nicht vergessen, für einen kompletten Satz Parkmedaillons erhalten Sie von mir eine besondere Belohnung. Die müssen wir noch holen. Die müssen wir... Okay, das hat sich, danke. Erstmal keine Fragen. In dem Fall, danke für Fehler. Das ist die DDD-Fehlfunktion. Du bist noch da? Scheiße, jetzt verschwinde hier, du elender, dummschnüffelnder Löwe. Oh Mann, Alter. Die sieht schon extrem gut aus, diese Power-Rüstung. Wirklich. Ohne Scheiß. Das ist schon... Das hat schon was. So, aber nichtsdestotrotz... Ich meine, wir können sehr, sehr viel einstecken und so, ne? Aber ich hätte halt auch... Du machst keine halben Sachen, mir reicht dieses Design halt extrem. Also, wisst ihr, das ist... Ja, gucken wir mal. Warte mal, du bist das, Digi, oder was? Oh krass, mit dir haben wir doch ganz am Anfang gesprochen, Boy. Hey, Shank. Na, wen haben wir denn hier? Gefällt mir, was du mit dem Laden gemacht hast, Boss. Den Banden scheinen ihre neuen kleinen Königreiche zu gefallen. Ja, das stimmt. Das letzte Mal waren die Banden so wild, als mal wieder jemand was in die Brunnen getan hat. Die Stimme kennt man auch. Ich hab mich noch gar nicht vorgestellt. Ich bin Shank. Hi, Shank. Und wenn du und Nuka Worlds Lieblingszyklop hier stehen, tja, vermutlich erwartet er, du könntest die Dinge hier endlich in Bewegung setzen. Wie lange musste er dir zureden, dass es Zeit ist, ins Commonwealth zu ziehen? Hey, hier soll niemand überzeugt werden. Es geht nur um ein freundliches Gespräch unter Gleichgesinnten. Mhm. Okay, aber... Und wie kommst du darauf, dass ich überzeugt bin? Naja, wenn du es noch nicht bist, solltest du es aber verdammt nochmal werden. Ist das so? Den Banden eigene Gebiete im Park zu geben, hat dir einiges an Vertrauen gebracht. Ja. Aber ihnen eigene Reiche aus den Siedlungen im Commonwealth zu geben, naja... Ich wüsste keinen besseren Weg, deine Stellung hier zu sichern. Und wir verdienen dabei auch noch was. Nein. Wenn dich das interessiert, ja, sag nur ein Wort. Dann geht der Spaß los. Ehrlich gesagt... Ich will aber gar nicht, ehrlich gesagt. Wenn ich das mache, will ich aber niemanden verletzen. So macht das doch keinen Spaß. Sag mal. Naja, du bist der Overboss. Richtig. Wenn du den armen Schweinen lieber gut zureden willst, anstatt ihnen eine Bleiinjektion zu verpassen, ist das deine Sache. Aber du wirst nicht drum rumkommen, ein paar Leute aus ihren Häusern zu jagen, damit die Banden da einziehen. Ach so. Jemand hat behauptet, es wäre leicht, der Boss zu sein. Okay, sag mir einfach, wenn das was ist, das du durchziehen willst. Oh. Ich wollte dich zu deiner Rolle bei der Sache befragen. Ich bin ganz Ohr. Ja. Das würde ich gern wissen. Was macht er? Was genau machst du? Ich erkläre dir alles, was du wissen musst, damit wir uns auf der anderen Seite des Gebirges etablieren können. Gebiete beanspruchen, Jobs durchziehen, für Loyalität sorgen. Gage und Coulter haben mich beauftragt, die Aktivitäten dort zu überwachen.
Ich versorge dich also mit Informationen darüber, an welchen Orten wir zuschlagen können und an welchen nicht. Okay. Hier findest du alles, um das Commonwealth gehörig aufzumischen. Aber das will ich ja mit dir eigentlich gar nicht. Was springt für dich dabei raus, wenn du mir hilfst? Ich kann mich nicht beklagen. Ich bin nicht gierig. Aber Leute mit meinen Talenten sind nicht alltäglich. Ich will nur den Lebensstandard halten, den ich gewohnt bin. Aha. Und ein Stück des Commonwealth-Kuchens haben, in den jeder hier schon lange voller Gier hineinbeißen will. Okay. Für welche Bande arbeitest du? Ich arbeite für keine Bande. Gage hat mich geholt, damit ich für den Overboss arbeite. Ich sollte Coulter bei seinem grandiosen Plan beraten, dem Commonwealth den Hintern zu versohlen. Und trotz Coulters Meinungsumschwung habe ich weiter die Ohren offen gehalten für den Fall, dass der Tag doch nochmal kommt. Ich hoffe, dass es heute endlich soweit ist. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Das war alles. Also, heißt das, du bist bereit loszulegen? Ich weiß halt nicht, was ist... Besprechen wir das später. Wie du meinst, Boss. Ich gehe so... Die Sache ist halt, ich bin mir jetzt nicht sicher, wenn ich das jetzt hier mache. Saus mit Brause, sprich mit Hank. Shank. So. Warte mal, das... Okay, das ist doch Shank. Ich will, ehrlich gesagt, kann ich hier was abnehmen eigentlich? Nö. Ich weiß nicht, was passiert, wenn wir das jetzt hier machen. Ob wir dann unzählige... Ja, ich weiß es nicht, weil wir haben ja auch noch die Quest. Haben ja auch noch die Quest, Jagdsaison. Verfolge und töte Mason. Oder so und so weiter. Hol deine Mann von den. Alter. Ich probier's mal. Pass mal auf. Ich speichere mal hier nochmal. Safety first. Und dann reden wir mal mit dem. So, Shank. Also bist du bereit loszuziehen, Boss? So. Okay. Dann mal los. Das ist Musik in meinen Ohren. Shank, mein's ernst. Das wird auf jeden Fall lustig. Das ist geliebt, damit wir uns im Commonwealth etablieren können, braucht's drei Dinge. Ein Gebiet, Vorräte und Loyalität. Fangen wir vorne an. Gebiet. Wir müssen eine Siedlung besetzen, von der aus unsere Bande arbeiten kann. Einen Außenposten. Okay. Und es gibt zwei Wege, neues Gebiet zu besetzen. Du kannst selbst hin und die Ortsansässigen überzeugen, abzuhauen. Mhm. Oder ich stelle eine Crew zusammen, die sie platt macht. Deine Wahl. Also Zeit für deine erste große Entscheidung. Okay, da willst du sie zum Gehen überreden oder sie ausreiten? Also ich bin der eigentlichen... Ich glaub, du weißt, was ich lieber täte, Boss. Okay. Gibt es einen Unterschied zwischen den beiden? Tja, wenn du die Siedler umlegen willst, werden sie sich vermutlich wehren. Dafür gehört das Gebiet danach garantiert uns. Wenn du versuchst, sie von ihrem Land zu vertreiben, sagen sie dir vielleicht, dass du besser gehen solltest. Dann kannst du sie vielleicht bestechen. Okay, aber das wäre ein Plan. Aber es wird teuer werden, wenn du sie nicht vorher ein bisschen bearbeitest. Ja. Dann gibt es auch noch Gebiete, die viel Ärger haben. Ghule, Kinder des Atoms, solche Sachen. Ja, ist kein Problem. An diesen Orten wird man kaum Interesse an einem Gespräch haben. Wenn du mit gezogener Waffe auftauchst, hast du also mehr Möglichkeiten. Okay, ich werde sie zum Gehen überreden. Ich rede mit ihnen. Ich krieg sie schon dazu, zu verschwinden. Kein Problem. Sobald du deine Flagge aufgestellt hast, schicke ich eine Crew rein, um alles klarzumachen. Okay. Als nächstes musst du festlegen, wer den Außenposten übernehmen soll, wenn er bereit ist. Natürlich ist jeder für eine Bande eroberte Außenposten etwas, das die anderen Banden nicht haben. Und keinem gefällt der Gedanke, dass ein Rivale einen Vorsprung erhält. Okay. Denk daran, wenn du Gebiete verteilst. Also, und welche Crew soll zu dir stoßen, wenn du dein Gebiet abgesteckt hast? Weiß ich nicht. Machen wir später. Verschieben wir das auf später. Deine Entscheidung. Ja. Ach so. Hey, Shank. Ach, ich muss das jetzt nochmal. Hast du schon entschieden? Ja, machen wir die Jünger. Siedler zum Gehen. Ich rede mit ihnen. Ist mir recht. Ja. Und welche Crew? Klar. So, die Jünger waren das. Die Jünger. Ja? Dann nimm besser eine Abdeckplane mit. Ah, die Mädels freuen sich bestimmt mal wieder blutige Hände zu kriegen. Natürlich, für eine gute Sache. Ach scheiße, die Sache ist egal. Dann musst du nur noch ein Ziel wählen. Okay. Also, für einen neuen Außenposten solltest du einen Ort mit vielen Siedlungen in der Nähe wählen, die unsere Leute später versorgen können. Das Taffington Bootshaus, das Gutshaus Croup, die Baumschule Greentop und das Slug haben jede Menge Farmen in der Nähe. Oh, Slug nicht. Aber ich muss nochmal in meine Notizen schauen, um sicherzugehen, dass das noch lohnende Ziele sind. Wir werden nicht jeden Job bei jeder Siedlung durchziehen können. Also, bist du bereit, den Ort für den ersten Außenposten von Nuka World zu wählen?
Okay. Bin bereit. Gut. Also wo soll das Ganze steigen? Nicht im Slog. Ah ja, okay. Dann machen wir... Nicht die Red Rocket, niemals. County Crossing? Ja, komm. Okay, da sagt er nichts, oder was? Moment. Bin mir ziemlich sicher, dass der Laden dir gehört, Boss. Willst du da wirklich zuschlagen? Musst du ja alle Siedlungen, die während deines Jobs im Visier haben. Ist das denn wichtig aktuell? Du musst alle Siedlungen zurückholen, die du während deines Jobs im Visier nimmst. Du musst alle Siedlungen zurückholen, okay. Ja, auf geht's. Das ist das Ziel. Ich wollte nur sicher gehen. Also, um diese Typen loszuwerden, gibt es zwei Optionen. Sie dafür bezahlen oder sie verjagen. Okay. So oder so. Je mehr Angst sie haben, desto leichter oder billiger wird es, sie loszuwerden. Lissy Wyeth von den Unternehmern dürfte ein paar Dinge haben, die eine Vertreibung leichter machen. Ja. Und vergiss nicht, je besser ein Ort befestigt ist und je mehr Leute dort leben, desto mehr Vorbereitungen solltest du treffen, bevor du sie vertreibst. Gute Jagd, Boss. Okay, jetzt... Okay, was ist denn jetzt hier Sausen braucht? Europa einen Außenposten für die Bande? Ist jetzt die Frage, was passiert denn, wenn wir jetzt hier von denen jemanden kaputt machen? Ja? Beispielsweise, ja, wo ist denn, gehen wir mal, komm, machen wir mal hier. Weg, weg. So, wo ist denn hier mal einer von denen? Kartentechnisch, die Jünger. Angenommen, ich mach die platt. Ja? Ist dann die Quest abgelaufen? Also, wisst ihr, was ich meine? Ist die dann mit Saus und Brause kaputt? Ist das scheiße? Oder ist das das, was wir machen können? Weil ich will ehrlich gesagt nicht. Ich habe die Raider jetzt hier so ein bisschen, ich habe denen geholfen, alles cool, aber ich habe keinen Bock, dass die ins Commonwealth gehen. Die sollen schön da bleiben, wo sie sind. Oder sehe ich das falsch? Ja, eigentlich nicht, ne? Mach mir hier nochmal einen neuen Speicherstand, nur zur Sicherheit. Und dann gucken wir mal, was passiert. Hey, Mason. Ich soll dich kaputt machen. Das ist dir hoffentlich bewusst, oder? Ich soll dich kaputt machen. Lass uns plaudern. Okay, warum? Ein Vögelchen hat mir gezwitschert, du bräuchtest was, um neue Außenposten zu beanspruchen. Tja, heute ist dein Glückstag. Warte, bis du siehst, was ich hab. Okay. Ein paar Spielzeuge bei Unternehmerleichen in irgendeiner Nebenstraße gefunden. Keine Ahnung, warum die gestorben sind. Wirklich schade. Ja. Hab sie zerlegt und aus den Teilen was anderes gebaut. Biester finden die Teile unwiderstehlich. Okay. Aber halt einen Sicherheitsabstand. Ach, und noch was. Hier, damit kannst du noch mehr davon herstellen. Guck nicht so überrascht. Wir sind nicht alle blöd. Okay. Echt beeindruckend, Mason. Ha, krass, oder? Vergiss nicht, woher du die hast. Und wenn du das einsetzt, um neue Gebiete zu beanspruchen, vergiss uns nicht, okay? Okay, krass. Danke. Aber ich wollte dir eigentlich jetzt gerade die Keule ins Gesicht drücken. Hey. Du kümmerst dich doch um unsere kleine Aufgabe, ja? Kein Interesse? Klar. Dann suche ich mir eben einen anderen Arsch, der mein Zeug erledigt. Okay. Ist das abgebrochen jetzt? Die... Nee. So, was ist mit dir jetzt? Moment. Hallo. Hey. Ich könnte dich brauchen, wenn du nicht zu beschäftigt bist. Weißt du was? Dafür wirst du bezahlen. Nix. Sehe ich aus wie der... Hallo? Hallo? Was war das denn jetzt? Okay. Jetzt bin ich's. Okay. Ja, das ist doch kein Problem. Ehrlich, das hat wehgetan. Ja, das ist doch kein Problem. Okay, jetzt bin ich's. Ah, jetzt. Holy fuck. Ach du Scheiße. Okay, das ist unerwartet. Alter. Boah, dick. Ach du Scheiße, was ist das denn passiert, Mann? Huiuiui. Okay. Das, ja. Fuck.
Ich befürchte, das wird schwerer, als ich gedacht habe. Ja, schwierig. Ich müsste mal überlegen, wie wir das machen. Was haben wir denn hier noch an Quests zu tun? County säubern, genau, das Dings zu. Genau, da ist sowieso keiner. Da ist doch gar keiner, oder? Also wenige zumindest. Okay. Verfolge und töte Mason. Die Sache ist, inwiefern verfolgen? Der bleibt ja hier. Und da habe ich die Möglichkeit, den irgendwie leise, still und heimlich platt zu machen, weil das glaube ich nämlich nicht. Okay. Aber in dem Sinne würde ich nämlich jetzt sagen, wir speichern mal hier. Der lebt noch. Alles gut. Und dann passt auf euch auf und bleibt gesund und habt einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns im nächsten Part. Und schönes Wochenende euch. Haut rein. Tschö.